Heute beim elektrischen Reporter: Klickarbeiter, Vorurteile und die dunkle Seite des Netzes. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Arbeiten im Internet. Das heißt, auf der einen Seite ehrenamtliche Mitarbeit bei der Wikipedia oder bei tausenden Communities aller Art. Start-up-Millionäre auf der anderen Seite. Dazwischen 50 Shades of Geld verdienen. Einen dieser monetären Grauwerte haben wir uns für Sie genauer angesehen, die sogenannten Crowdworker. Das Internet hat viele Traumjobs hervorgebracht. Aber das Netz braucht nicht nur Webdesigner, Community Manager und Programmierer, sondern auch Adressenabtipper und Bildinhaltbeschreiber. Maya Hoog ist Teil dieses neuen Prekariats. Wenn sie knapp bei Kasse ist, beschreibt sie Möbel für Online-Shops oder rezensiert für 1,50 Euro japanische Schwulencomics. Ich schreibe diese Texte für Textbroker immer, wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe. Das heißt, entweder in der Pause, in der Kaffeepause oder dann abends noch nach der Arbeit. Und wenn man dann am Tag 10 solcher Texte zusammen hat, hat man mal eben zwischen 30 und 40 Euro am Tag dazu verdient und kann sich dann dafür auch mal was Kleines kaufen. Crowdworker wie Hoog stillen den Hunger des Netzes nach immer neuen Produktbeschreibungen. Und unter den neuen Minijobbern sind viele Menschen aus der Kreativindustrie. Profis, die nach dem Prinzip Masse statt Klasse für ein paar Euro Content ins Netz schaufeln. Ein Job, an den sich die Journalistin erst gewöhnen musste. Mir war das eigentlich immer ja unangenehm, dass ich bei Textbroker schreibe. Und ich dachte, ich bin die Einzige, die neben dem Job noch weitere Verdienstmöglichkeiten suchen muss, obwohl man sehr viel arbeitet. Und als ich dann neulich in einer Kneipe mit einem Freund darüber gesprochen habe, kam raus, dass ich nicht die Einzige bin, sondern dass auch er dort arbeitet und eigentlich alle Freunde schon mal geschrieben haben, die an diesem Abend in der Runde dabei waren. Crowdworking ist aber nicht etwa das neueste Berlin-Mitte-Phänomen. Weltweit hat Maya Millionen Kollegen und Kolleginnen mit ganz ähnlichen Jobs. Und Agenturen wie Clickworker aus Essen verteilen diese Arbeit an die Crowd. 9 Euro soll ein Digitalarbeiter in der Stunde so verdienen können, behauptet der Geschäftsführer. Das sind Dinge wie Umfragen oder Bewertung von Bildern, beispielsweise nicht jugendfreien Inhalt zu erkennen. Und es gibt natürlich auch andere Aufgaben, die deutlich mehr Qualifikation voraussetzen, speziell im Bereich Content-Erstellung, wenn es darum geht, Texte zu schreiben. Die Arbeiten, die Clickworker und andere Agenturen vermitteln, nennt man Human Intelligence Tasks. Einfache Tätigkeiten, für die Computer noch zu dumm oder unkreativ sind. Oder wo es einfach billiger ist, die Arbeit einen Menschen erledigen zu lassen, als sie einem Computer beizubringen. In Boonville, Mississippi etwa, sitzt Sarah Marshall jeden Tag vor dem PC und füllt Online-Fragebögen aus. Sie ist die vielleicht meistbefragte Frau in der Geschichte der Sozialforschung und verdient damit rund $200 pro Woche über die Plattform mTurk des Amazon-Konzerns. Du siehst, wie viel Geld du verdienst. Und dann willst du nur sehen, wie diese Zahl steigt. Du möchtest dann mehr Geld, immer mehr Geld. Das Prinzip bei Marshall: Klicken für Kleingeld. Aber auch bei mTurk gibt es manchmal Abwechslung. Zum Beispiel sollte Marshall neulich Scans von Blutzellen nach Anomalien durchsuchen. So solle sie Ärzte bei ihrer Arbeit entlasten. Sie haben mir beigebracht, wie ich eine bestimmte krankhafte Veränderung erkennen kann. Es ging aber nur darum zu testen, ob man eine solche Tätigkeit jemandem beibringen kann, der von Medizin keine Ahnung hat. Ob sie diese Prüfung bestanden hat, weiß Marshall bis heute nicht. Aber das ist beim Crowdworken auch nicht so wichtig. Denn egal, ob man Comics rezensiert oder Fragebögen ausfüllt, um mit dieser neuen Arbeit Geld zu verdienen, muss man schnell sein. Und sollte daher nicht zu lange über Sinn und Unsinn seiner Tätigkeit nachgrübeln. Wir bleiben in der Berufswelt. Vorurteile gegenüber Frauen sind ein Fakt, wenn auch meist ein verheimlichter.
Auch ein Fakt sind Vorurteile gegenüber Frauen, die sich um Vorurteile gegenüber Frauen kümmern. Vorurteile zweiter Ordnung sozusagen. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Johanna Ilkner, ich bin 28 Jahre alt, ich wohne, lebe, arbeite in Heidelberg und ich bin unter anderem als feministisch-politische Netzaktivistin unterwegs. Feminismus bringt mir sehr viel. Also es ist für mich eine politische Bewegung, wo ich anknüpfen kann, wo ich viele Verbündete finden kann, die sich sozusagen unter diesem Label ja auch alles sammeln. Aber ich denke auch im politisch-aktivistischen Bereich ist Feminismus eigentlich ja unerlässlich. Es kam ziemlich direkt nach einem Bewerbungsgespräch zu diesem Tweet, den ich abgesetzt habe. Und ja, diese Frage bzw. die ganze Aussage, die auch dahinter steckt, hat mich doch ziemlich umgehauen. Im Gespräch selbst war ich total perplex. Ich habe dann erstmal kurz gelacht, weil ich noch die Hoffnung hatte, es könnte ein Witz sein. War es nicht. Es wurde noch mal konkret nachgefragt. Und dann habe ich, ja, natürlich gesagt, ich habe kein Problem damit, mit Männern zu arbeiten und habe aber auch gemerkt, wie es auch Stunden nach dem Gespräch noch wirklich an mir genagt hat und wie ich da einfach noch mal weiter auch damit umgehen muss und darauf eingehen muss. Also ich habe mir natürlich auch Unterstützung erhofft. Auf Twitter haben wir ja unsere Filterbubble von gleichgesinnten Menschen. Da habe ich sehr viel Unterstützung erfahren, die alle relativ entsetzt waren, dass solche unprofessionellen Fragen einfach aufgestellt werden, dass so ein uninformiertes Bild von Feminismus und feministischen Menschen quasi existiert. Aber ich habe durchaus auch einiges an, naja, sagen wir, kritischen Nachfragen bis hin zu Anfeindungen erfahren, dass man ironischerweise diskriminiert werden kann, weil man für feministische Politik einsteht, ist natürlich doch durchaus paradox. Ist Feminismus nicht eigentlich obsolet? Nee, er ist leider überhaupt nicht obsolet. Es geht bei Feminismus um ganz radikale Systemkritik auch. Und das würde ich sehr begrüßen, wenn das wieder mal mehr in den Fokus rücken würde, anstatt dieser boulevardistischen Berichterstattung, die oft stattfindet. Allerspätestens seit den NSA-Enthüllungen ist klar, Kommunikation im Web ist in etwa so privat wie der Text auf einer Postkarte. Doch es gibt eine versteckte Zone im Web, in der das Briefgeheimnis funktioniert, dank starker Verschlüsselung. Und in dieser düsteren Netzgegend haben wir uns für sie herumgetrieben. 6 Gramm Haschisch für 70 Euro. Nicht gerade ein Schnäppchen. Dafür aber mit Premium-Service. Denn die Lieferung in den heimischen Briefkasten ist inklusive. Bestellt wird im Online-Shop, wie bei Amazon oder eBay auch. Mit einem entscheidenden Unterschied. Der Laden befindet sich nicht im World Wide Web, sondern im sogenannten Darknet, der dunklen Ecke des Internets. Hier haben Browser wie Internet Explorer oder Firefox Hausverbot. Und auch mit Google oder Bing wird man dieses Angebot nicht finden. Die Mediengruppe Bitnik wollte mehr über dieses Netz hinter dem Netz erfahren und programmiert einen Bot. 3 Monate lang bestellt dieser zufällig Artikel auf dem Darknet-Marktplatz Agora. Ihre Ausbeute? Es sind Drogen, wir haben aber auch Schlüssel gekriegt, wir haben Hörbücher gekriegt, eben Jeans, Turnschuhe, es sind Kreditkarten dabei, Ausweise, solche Dinge. Aber das Darknet ist mehr als ein Umschlagplatz für Drogen, gefälschte Markenprodukte und Hehlerware. Oppositionellen etwa bietet die Anonymität des Darknet Schutz vor Verfolgung durch Geheimdienste. Der bahrainische Menschenrechtsaktivist Said Yusif Al-Muafta hat schmerzhaft erfahren, wie gefährlich seine Arbeit über das nicht anonymisierte Internet ist.
Viele Menschen wurden gefoltert, nachdem sie mit mir gesprochen hatten. Und dann kamen sie zu mir und erzählten mir davon. Das macht mich sehr traurig, denn natürlich möchte ich niemanden in Gefahr bringen. In den letzten Jahren saß Al-Muafdar wegen seines Engagements 7-mal im Gefängnis. Heute lebt er in Berlin und steht mit der bahrainischen Opposition vor Ort in ständigem Kontakt. Die Gruppe hat dazugelernt und ihre Aktivitäten ins Darknet verlagert. Denn nicht einmal das Arbeiten mit Fake-Identitäten konnte noch ihre Sicherheit garantieren. Dank der Überwachungstechnologie Finn Fischer. Trotz Pseudonym müssen wir immer fürchten, dass unsere Kollegen in Bahrain verhaftet werden könnten. Vor allem aufgrund der Überwachungstechnologie. Jetzt setzt sich im Darknet dieses altbekannte Versteckspiel zwischen Dissidenten und ihren Überwachern fort. Auf einem höheren Technologielevel. Das Bundeskriminalamt kennt die Schwachstellen des Darknets und nutzt diese für ihre Ermittlungsarbeit. Aber wenn das BKA jemanden im Darknet erwischt, liegt das nur selten am Versagen der Anonymisierungstechnik. Meistens hat dann der User einen Fehler gemacht. Zum Beispiel, dass seine Identität Überschneidungen mit dem Oberflächennetz aufweist. Beispielsweise über Nicknames, die verwandt werden und die möglicherweise auch in anderen Zusammenhängen eine Rolle gespielt haben. Und dann liegt es an uns, die verschiedenen Puzzleteile zusammenzusetzen und aus einem Nickname einen Klarname zu ermitteln. In Wiesbaden verhandelt man natürlich nicht nach Dissidenten, sondern eher nach Dealern. Das BKA weiß, dass es unmöglich alle Straftaten im Darknet aufklären kann. Trotzdem ist man stolz auf die ersten Erfolge. Wir haben also beispielsweise im letzten Jahr zusammen mit den niederländischen Behörden ein Forum, das sich Black Market Reloaded nannte und ein Folgeforum Utopia vom Netz genommen und haben den Betreiber, den Programmierer festgenommen und die sind zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Auch Weißkopf hat schon Bekanntschaft mit den Ermittlungsbehörden gemacht. Denn unter den Einkäufen ihres automatischen Darknet-Shoppers waren 12 Ecstasy-Pillen, die der Kunstwelt präsentiert wurden. Doch am Tag nach der Ausstellung schlägt die Kantonspolizei zu und beschlagnahmt die gesamte Sammlung. Weißkopf und ihre Kollegen berufen sich im Ermittlungsverfahren auf die Kunstfreiheit. Al-Muafdar und seinen Kollegen in Bahrain nutzt die Freiheit der Kunst im Ernstfall aber nur wenig. Für sie ist das Darknet keine Spielwiese, sondern die einzige Chance, sich für Freiheit und Menschenrechte in ihrer Heimat einsetzen zu können. Es bereitet deshalb solches Vergnügen, anderer Leute Geheimnisse herauszufinden, weil die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dadurch von den eigenen abgelenkt wird. Oscar Wilde. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.